So, Tachchen, wünsche euch einen schönen nerdigen Day oder Night oder whatever. Diesmal Peladon on Air. Haben wir so eine kleine Lampe geholt. Zwei Light Modes. Ich hoffe, sie ist kabelgebunden. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass dies nicht der Fall sein wird. Ich liebe es, wenn es kabelgebunden ist. Und sie ist kabelgebunden. Ich bin safe. So, als erstes haben wir hier eine Bedienungsanleitung, die wir nicht brauchen. Dann haben wir hier, was ist das denn? Kann man das hier hochziehen oder da an der Seite? Ah. Okay, dann hätte ich hier, also hier hätte ich mir dann noch, ich weiß, ich mecker jetzt auf höchstem Niveau, noch eine kleine Lasche gewünscht, um das hier hochzuziehen. Das sehe ich aber jetzt auch, vielleicht fällt es mir auch das erste Mal auf, dass es das sowas gibt. Zack. So, hier haben wir unser geiles Light. Oh, das gefällt mir. Dieses On-Air-Light finde ich mega nett. Ich wollte schon lange haben. Ich war zu geizig. Ich habe auf einen Schnapper gewartet. Zwei Sekunden, ich muss kurz was gucken. Ich hoffe, ich habe hier das richtige Kabel. Aber natürlich habe ich das nicht, weil es wird, denke ich mal, USB-C sein. Diese Lampen sind alle USB-C, Micro-USB. Ist das Micro-USB? In einer halben Stunde wüsste ich es wahrscheinlich. So! Quizfrage. Nein, keine Quizfrage. Ist das Micro-USB? Ich denke jetzt. So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Ha! Schön und auch ein schön langes Kabel dabei. Ich hatte auch schon Lampen von Peladon, da waren die Kabel nicht so lang. Von der Quality ist es auch wirklich okay. So, zack. Wo ist der Eingang? Hier habt ihr dann noch, ach nett. Keine Bohrschablone bei, glaube ich nicht. Braucht man auch nicht, dafür nimmt man Klebeband. Ist eine Bohrschablone dabei? Nope. Klebeband drüber, Löcher rein, Klebeband an der Wand und dann ist die Sache abgeschmatzt. Und hier unten ist der USB-Anschluss. Scheiße, ich hatte... Shit, wollte ich sagen. Ich hatte gerade einen Mikrofonausfall, aber ist nicht so schlimm. Ich werde mal gucken, ob ich das... Ich werde das schneiden. Ihr werdet davon gar nichts merken, dass es so war, aber ich habe es euch trotzdem gesagt. So ein... Damn! Okay. Auf jeden Fall... Nette, geile Lampe. Ich werde sie mir auch direkt einfach hier hinstellen. Ich habe schon frei gemacht. Weil die sieht einfach nur geil aus. Wie gesagt, ich habe schon Ewigkeiten versucht, das Ding zu ergattern. Jetzt wollte ich ergaunern sagen. Ergattern. Aber, ja. Wer meinen Kanal kennt, weiß, ich bin ich bin immer auf der Suche nach Schnappern. Weil ich habe, glaube ich, für nichts den vollen Preis bezahlt. Da guckst du dann öfter mal bei Amazon, aber dann irgendwann ist es für einen geilen Kurs da und dann muss es zu mir. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich lasse euch den Link unten runter. Lasst mir einen Kommentar da. Genau, lasst mir einen Kommentar da. Lasst mir ein Abo da. Ansonsten könnt ihr auch mal gerne in meine anderen Videos gucken. Vielleicht findet ihr ja noch irgendwas. Vielleicht braucht ihr noch Inspiration für Nerd-Stuff, den man sich kaufen kann. Also ich habe schon wirklich viele Videos gemacht und ich habe echt geile Sachen. Muss man ja sagen. Ich will mich ja nicht selber loben, aber ich habe schon ein bisschen geilen Scheiß. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.